Dezentrale telemedizinische Überwachung von Patienten oder die therapeutische Unterstützung durch Robotertechnologie ist keine Fiktion mehr. Die neuesten Entwicklungen, die auf der Medica Education Conference 2014 vorgestellt wurden, finden ihren Einsatz bereits in der klinischen Anwendung. Professor Schildhauer präsentierte auf der Medica eines dieser Forschungsergebnisse. Wenn wir eine Muskelbewegung durchführen wollen oder eine Armbewegung, dann schicken wir vom Hirn elektrische Signale in den Muskel. Und diese Signale, die können über die Haut aufgenommen werden, gehen dann in den Roboter und führen dann zur Bewegung von einem Motor hier in dem Exoskelett. Wenn Sie jetzt einen verletzten Patienten haben, wo die Nerven geschädigt sind und wo nur Teilimpulse dann in die Beine zum Beispiel wieder gehen, dann kann man diese Signale auffangen und damit den Roboter bewegen und damit kann der Patient sich plötzlich wieder fortbewegen, was er vielleicht vorher aufgrund der schwachen Nervensignale, die ins Bein gehen, nicht machen kann. Vorstellbar ist das zum Beispiel auch bei Schlaganfallpatienten, die jetzt ihre Bewegungen nicht mehr normal durchführen können, weil im Hirn eben bestimmte Areale ausfallen und dann die Beine eben nicht mehr aktiv und stark genug bewegt werden können. Man kann es bei Muskelerkrankungen einsetzen, neuromuskulären Erkrankungen, aber insbesondere ist es in Japan ursprünglich entwickelt worden, um geriatrischen Patienten zu helfen, die einfach gehbehindert sind. Und insofern ist da ein unglaublicher Drive für Entwicklung von Hilfsmitteln, um die Patienten unabhängig von Hilfspersonal, Pflegepersonal überhaupt ans Gehen und in der Mobilität und auch vor allen Dingen in der Teilnahme am normalen Sozialleben zu integrieren. Man wird auf Dauer viel kleinere Systeme haben, die man unter der Kleidung trägt. Und in der Entwicklung sind Systeme, die in die Kleidung eingeschlossen sind. Sodass man sich vorstellen kann in der nahen Zukunft, dass man eine Strumpfhose anzieht mit Sensoren auf der Haut und dann durch diese Kleidung ans Gehen kommt, die Kleidung unterstützt. Das ist die Zukunftsperspektive, die schon in der Entwicklung läuft. Es passiert aber noch etwas anderes. Die Restfunktionen im Körper werden wieder trainiert. Und wir haben festgestellt in unseren Studien, dass die Patienten sich teilweise wieder erholen, sodass auch chronisch querschnittsgelähmte Patienten mit inkompletten Ausfällen wieder auf ein Gangniveau kommen, wo sie vielleicht 10 Jahre nicht mehr waren. Wir machen noch parallel laufende Forschung, aber mittlerweile ist es so, dass wir gerade bei querschnittsgelähmten Patienten so viele Patienten einschließen und ausgewertet haben mit so guten Ergebnissen. Es sind jetzt 40 Patienten, die in der Endphase auch des Projektes sind, dass mittlerweile die Berufsgenossenschaften diese Therapie auch mit in ihren Behandlungskatalog aufgenommen haben. Mit anderen Versicherungsträgern laufen noch die Diskussionen, also insofern sind wir gerade an dem Sprung in die routinemäßige Behandlung bei unseren Patienten.